Servus Leute, schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Lecker schmeckt anders. Ich bin der Lecker John und jetzt geht's los. Lecker In dem heutigen Video geht es um den Hooker John Flavor Saver. Eins vorweg, als ich die Fotos gepostet habe, beziehungsweise andere Leute Fotos gepostet haben in anderen Gruppen und so weiter, wurde halt immer dazu, also unter den Fotos kommentiert, dass der Flavor Saver nichts anderes ist als ein Abstandssetup, beziehungsweise der Abstandsring. Das ist aber nicht der Fall. Ich erkläre euch das mal kurz, was das Abstandssetup damals halt war. Das Abstandssetup hat man damals verwendet für Tabak, der sehr hitzeempfindlich war. Dann ist man hingegangen, hat zum Beispiel einen Funnelkopf genommen, hat den Kopf halb voll gefüllt, zwei Lagen Folie drauf gemacht, also Haushaltsalu, Komplettlochung gemacht, beziehungsweise eine Rundlochung. Dann den Abstandsring, das war so halt ein Ring aus Edelstahl oder Aluminium, das war ungefähr so hoch, ein Zentimeter oder sowas. Dann hat man nochmal zwei Lagen drüber gespannt. Und dann nochmal eine Lochung gemacht. Und dann hat man zwei Kohlen drauf platziert, parallel oder. Ich weiß nicht, ob man das jetzt parallel oder. Aber ihr wisst, was ich meine. So, und durch dieses Abstandsring hat man dann einen Abstand hergestellt. Oh. Und das hat dann sehr gut funktioniert bei verschiedenen Tabak, wie gesagt, die sehr hitzeempfindlich sind. Bei diesem Abstandssetup hatte man dann halt praktisch zweimal Abstand gehabt zwischen der ersten Lagefolie und nein, also ja, zweimal Abstand gehabt. Das kann man so vergleichen wie mit zum Beispiel mit den Kaminaufsätzen. Da hat man ja auch einen sehr großen Abstand von der Kohle bis zu dem Tabak. Genau. Hier bei dem Hooker John Flavor Saver ist das aber ganz anders. Ihr geht hin, nehmt euch zum Beispiel einen Funnelkopf oder einen Hotshot RT, füllt den Kopf so, als würdet ihr ein Overpacking-Setup machen. Sprich, bis zu dem Rand locker gefüllt oder 2 bis 3 mm über den Rand. Dann eine dicke Lage Panzeralu oder 3 bis 4 Lagen dünne Haushaltsalu. Eine Komplettlochung bei zum Beispiel jetzt bei dem Hotshot RT, bei dem Funnelkopf mache ich immer eine Rundlochung, sprich da wo der Funnel ist, mache ich keine Löcher. Dann geht ihr hin und legt den Flavor Saver einfach drauf. Bei dem Hotshot RT nehme ich immer 3 halbe Kohle, bei einem größeren Kopf nehme ich 3 ganze Kohlen. Wie gesagt, ihr legt den einfach drauf. Und dann platziert ihr die Kohlen in einem Dreieck oder genau in einem Dreieck. Hier bei dem Flavor Saver habt ihr dann aber keinen großen Abstand, so wie bei dem Abstandssetup. Hier hat man nur einen Abstand zwischen der Folie und der Kohle. Dadurch, dass die Kohle jetzt keinen Kontakt mit der Folie hat, ist das halt besser, die Hitze zu regulieren und sprich ist einfacher, dass der Kopf, also zum Beispiel das Setup jetzt man, ich sag das mal jetzt so verkacken kann, weil wenn man zum Beispiel jetzt direkt die Kohle auf der Folie legt, kann es passieren, dass der Tabak zu viel Hitze bekommt und wenn einmal Tabak zu viel Hitze bekommt und man kennt sich damit nicht aus, dann kann man direkt einen neuen Kopf machen. Hier ist das aber nicht der Fall. Hier hat man dann noch Chancen, das bisschen, wie nenne ich das jetzt, zu korrigieren oder so. Auf jeden Fall ist das hier nicht so krass, dass man das Setup dann halt, beziehungsweise das Setup verkacken kann. Natürlich, hier müsst ihr auch auf jeden Fall aufpassen. Das ist jetzt hier nicht, dass ihr jetzt einfach 3 große Kohlestücke drauf macht und ihr raucht die ganze Zeit einfach so weiter. Das geht nicht. Hier müsst ihr halt auch aufpassen,
Wenn der Tabak zu viel Hitze bekommt, dann verschmort er schneller und dann schmeckt es halt verbrannt. Wie gesagt, aber dazu gleich mehr. Dann mache ich hier mal einen kurzen Cut. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Dann zeige ich euch schnell einen Kopfbau mit dem Hotshot RT und dann sehen wir uns dann noch beim Raucherpart und bei dem Fazit, Leute. Bis gleich. Lecker, schmecker. So Leute, weiter geht's mit dem Kopfbau. Geraucht wird Alfacher Doppelapfel mit Al Jazeera Lakritz 50-50 gemischt. So, Tabak, wie schon immer in meinen Videos erwähnt, vor dem Befüllen schön umrühren, damit die Molasse, die sich unten abgelagert hat, wieder schön mit dem Tabak vermischt. So. Schön auflockern ein bisschen. So, dann geht ihr hin und packt den Tabak locker in den Kopf rein. Ich stelle euch mal ein bisschen scharf. So. So etwa. Und dann geht ihr hin und verteilt den Tabak locker in den Kopf, dass nirgendwo so Spalten, Lücken entstehen. So, jetzt habe ich die Folie vergessen. So sollte das passen. Und wie ihr sehen könnt, ein leichter Tabakberghaufen. Als Folie nutze ich die Kaya Panzeralufolie. Die Folie ist echt phänomenal, Leute. Eine Nadel reicht vollkommen aus. So sieht die Folie aus. Auf der Rückseite befindet sich ein dünnes Papier. Das müsst ihr natürlich wegmachen. Ich hatte schon mal eine Frage gehabt, beziehungsweise eine Nachricht und ich sage da jetzt nichts mehr dazu. Mir fällt gerade ein, ich habe den Locher vergessen. So, dann geht ihr hin und spannt einfach die Folie drauf. So, dann könnt ihr hier mit dem Finger entlang gehen, damit ihr halt den Rand sehen könnt, wo dann halt die Löcher gleich reinkommen. So Leute, ich musste leider einen Cut machen, weil ich habe den Lochstecher nicht gefunden. So, dann geht ihr hin und macht einfach eine Komplettlochung. So, das wäre es gewesen von dem Kopfbau-Part, Leute, bis gleich. Leute, weiter geht's. Dann zeige ich euch kurz das Setup. El Nefes Sultan Colonial Edition. Agarhose, Griffstück mit Mundstück zeige ich euch gleich. Hotshot RT, eine Panzerlage, also eine Lage Panzeralu von Kaya. Flavor Saver von Hooker John. Im Kopf befindet sich Alfacher Doppelapfel mit Lakritz von Al Jazeera. So. Hier könnt ihr euch noch mal kurz den Flavor Saver näher anschauen.
Hatte ich vorhin vergessen zu zeigen. So sieht das Ganze aus. So eine Art Spirale. Ist circa 7-8 mm vom Durchmesser. So, dann geht ihr hin. Ich nehme jetzt hier drei Alduchan Platin Lil L und platziere die so hier auf dem Rand von dem Flavor Saver. Hierbei solltet ihr auch darauf achten, ist etwas wackelig, aber wenn man aufpasst, sollte das kein Problem sein. So, und dann kann es losgehen. Hier noch mal kurz das Griffstück mit dem Glasmundstück von Kalimamun, glaube ich. Naja, das wär's dann hier von dem kurzen Setup-Video. Wir sehen uns gleich in der Totalen wieder. So Leute, dann kommen wir jetzt zu dem Fazit, beziehungsweise ich zeige euch mal kurz das Mundstück nochmal. Das ist einfach nur echt phänomenal und in Verbindung mit dem Agarhost, das ist mein Lieblingsschlauch, einfach nur phänomenal, Leute. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Schmexelfoli. Du weißt Bescheid, lecker Schmecker. Den Hooker John Flavor Saver habe ich bei Maxl gekauft. Unter dem Video werde ich euch, also ich werde Maxl selbst verlinken und dann noch einen Link posten von seiner Gruppe. Er macht halt verschiedene SBs und dort könnt ihr auch die El Nefes kaufen, mit der ich gerade rauche. Den Agarhost könnt ihr da kaufen, das Mundstück könnt ihr da kaufen und wie gesagt den Hooker John Flavor Saver könnt ihr da kaufen. Ich kann euch wirklich alle Komponenten, die ich gerade benutze, einfach nur weiterempfehlen. Wie gesagt, den Schlauch liebe ich. Ich habe mir davon zwei Stück gekauft. Einen nur für Doppelapfel und einen für verschiedene Geschmäcker. So, dann zeige ich euch mal kurz die Rauchentwicklung und sage euch was zu dem Geschmack und dann kommen wir dann zum Fazit. Rauchentwicklung geht vollkommen in Ordnung. Aber Leute, der Geschmack, der ist einfach so phänomenal lecker. Im Overpacking schmeckt das ja schon sehr, 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 sehr lecker. Aber hier mit dem Flavor Hooker, also Hooker John Flavor Saver, schmeckt es einfach noch leckerer. Echt. Wenn ich Overpacking rauche, dann benutze ich immer, also benutze ich nur noch dieses Setup. Mit dem Flavor Saver. Und wie ihr vorhin da kurz beim Setup gesehen habt, könnt ihr die Kohle, wenn die jetzt halt nach 20 Minuten etwas kleiner geworden sind, immer mehr in die Mitte verrücken. Damit bekommt der Tabak halt genügend Hitze ab. Also mir persönlich gefällt der Hooker John Flavor Saver echt super lecker. Klare Kaufempfehlung, kostet nur 5 Euro. 5 Euro ist nicht so viel. Natürlich ist 5 Euro auch Geld, aber 5 Euro und man investiert das halt einmal und dann hat man einen sehr, sehr, sehr geilen Geschmack. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls noch Fragen offen sein sollten, einfach kommentieren und ich werde es versuchen, die zu beantworten. In dem Sinne, Leute, immer schön lecker bleiben und bis die Tage. Lecker Schmecker.